Heute ist es passiert und der Quittenbaum hat einen Ast verloren. Er ist abgebrochen und wir mussten ihn dann absägen. Hier seht ihr die Stelle. Es geht hier ein bisschen Wind und wahrscheinlich ist das Holz auch geschwächt durch die Trockenheit, dass es nicht so elastisch mehr war. Ja, traurig, traurig. Das ist der Ast von unserem Quittenbaum, der heute abgekracht ist. Voll behangen mit schönen Früchten. Und hier den ganzen Eimer voll haben wir notgeerntet, damit der andere Ast nicht auch noch runterfällt, runterkracht. Wir werden es jetzt gleich schreddern und als Mulchschicht auf die Beete bringen und hoffen, dass nicht noch mehr passiert. Und weil wir nun eh einmal am Schreddern sind, habe ich mich dran gemacht und die Maulbeere auch gleich noch zurückgeschnitten, weil die nämlich hier am Spalier sehr dicht am Gewächshaus steht. Und ja, das muss jedes Jahr mehrmals freigeschnitten werden, damit hier nichts passiert. So schaut es hier aus. So eng geht es bei uns zu. Und damit hier nichts aufs Dach schlagen kann, wenn die Äste größer werden. Oder die behindern, dass das Dachfenster aufgehen kann und so weiter. Deswegen wird das jetzt zurückgeschnitten und kommt dann auch mit zum Schreddergut. Und ich habe hier schon das Häufchen von der Quitte und schon von ein paar Zweigen der Maulbeere. Das wird dann hier für unseren Baum, für die Baumscheibe genutzt. Das werde ich unter unseren Kirschbaum tun. Der braucht auch ein bisschen Schutz an seinen Füßen. Ja. Der Boden ist hier auch sehr trocken. Ich werde dann hier erstmal noch einmal drüber rächen, damit es hier schön wird. Und dann abmulchen. Hier kann ich euch noch was Hübsches zeigen. Das wächst hier mal einfach so. Das sind kleine winterharte Alpenveilchen. Meistens denkt man gar nicht mehr dran im Jahreslauf und plötzlich kommen da die Blüten. Da freut man sich natürlich wieder. So, dann wollen wir mal weiterarbeiten. Sonst wird es ja nicht fertig. Die Arbeit ist getan. Die Mulchschicht ist aufgebracht. Felix guckt nach, ob das alles so in Ordnung ist. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar haben wir hier mehrere Pflanzen. Das ist hier eine Jungpflanze. Und hier stehen noch ausgewachsene, abgeblühte Pflanzen. Das ist das echte Herzgespann. Das ist früher eine Heilpflanze gewesen, daher auch der Name. Und ich habe sie angepflanzt, weil sie überaus reichlich blüht, für die Wildbienen hauptsächlich. Und hat noch einen weiteren Nutzen. Die vierkantigen Stängel, die sind nämlich innen hohl und die kann man wunderbar benutzen, um sie als Niströhren im Insektenhotel zu nutzen. Hier sieht man die Stängel. Je weiter unten, je dicker sind sie. Und so kann ich dann im Herbst, beziehungsweise jetzt, wenn alles abgeblüht ist, schon Niströhrchen ernten.
Aber zu dem Thema gibt es dann noch mal ein separates Video. Hallo Felix. Heute soll es das erstmal gewesen sein. Es ging ja hauptsächlich um die Quitte und um den Rückschnitt der Maulbeere. So möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Gitta aus dem Andersgarten.